Willkommen zurück bei Teen Wolf im Fernsehen und Sims 4 auf eurem PC, Tablet oder Handy. Oder Fernseher, wenn ihr das guckt. Aber ich glaube, es sind relativ wenig Leute, die auf meine Sachen auf dem Fernseher schauen. So, Oma, wie geht's dir, du kleines Nerdchen? Du möchtest, wie ich hörte, möchtest du gerne hier noch ein bisschen weiter den Frachtraum erweitern bei der Maschine. Danach möchtest du eine Runde Schach spielen, wie ich gehört habe. Ich kenne doch deine Gelüste hier. Vielleicht mal eine Runde spielen und danach möchtest du eindeutig ins Bett. So, schlaf gut. Dein Travis ist noch beim Programmieren, möchte auch für die Arbeit hier noch programmieren, ganz fleißig. Und danach schlafen und der Audio. Wieso bist du da unten? Level 10 Kräuterkundefähigkeit. Haben wir da noch was, was du machen kannst hier? Du könntest mir mal Kräutermittel brauen. So ein klarer Verstanddestillat. Wäre cool. Und vielleicht auch noch mal ein insektenabweisendes Mittel. Und weil es so ganz richtig cool und schön ist, noch eine Deo-Creme obendrauf. Und dann solltest du vielleicht mal eine Nacht im Zelt schlafen, Audio. Aber du bist immer so fit, so wach, so yay. Voll der Audio-Fan und so. Wieso hast du deinen Spaß abgebrochen? Muss ich jetzt echt hier Videospiele spielen mit dir? Spiele, Sportspaß. Was? Audio? Was? Wieso? Fortsetzen. Bist du denn des Wahnsinns? Sag mal. Du alter Sack, du. Mach hier dein Zeug fertig. Ich glaub das ja nicht. Rennt der einfach so weg. So, ein bisschen Kamille oben drauf. Und dann ist hier das Zeug schon fast fertig. Fertig mit den Nerven, fertig mit der Welt, fertig mit allem. Voll dabei. Oh, der Teen Wolf, der geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Aber Film ist schon wieder vorbei. Ausschalten. Das sind immer recht kurze Filme, die hier sind, ne? So ein bisschen. So, das klare Verstand Destillat ist hier gleich destilliert. So, insektenabweisendes Mittel und nochmal eine Deo-Creme obendrauf. Bitte. Ja. Das ist ein klarer Fall. Klarer Fall. Was hat die denn da an? So, Madame, wann kommst du nach Hause? Und wie geht's dir eigentlich? Was ist so los bei dir? Du hast deine Gemeindeinteraktion abgeschlossen. Du könntest doch mal Level 4 hier werden, oder? Wäre doch cool. Ja, aber wenn du nach Hause kommst, darfst du erstmal eine Runde schlafen, weil du gerade echt im Eimer bist. Danach möchtest du auf jeden Fall auf die Toilette, so wie ich das sehe. Der Travis hier, der ist immer noch am Programmieren seiner Handy-App. Das bringt halt Geld, deswegen will er das tun. Könnte ich noch mal ausschalten, weg damit, Schluss mit lustig. Das kann ich ja mit Kamerasteuerung, aha. Brauche ich aber nicht. Audio, hast du jetzt dein Zeug fertig gemacht? Bist du so freundlich gewesen? Ich hoffe es für dich. Dann darfst du jetzt, wo du soweit bist, Level 10 Kräuterkunde, das Leute in den Zelt schlafen, bitte, Spaß haben noch ein bisschen. Du wolltest hier eine Runde Spiel spielen, oder? Ich erinnere mich da ganz grob. So ein Sportspaßspiel. Danach möchtest du auf jeden Fall duschen. Und ich würde dich ja ins Bett stecken, aber das darf ich nicht bei dir. Das darf ich nicht, das willst du nicht, ne? So, dann darfst du gleich den Garten pflegen, Blinky Bill hier nochmal weiterentwickeln. Haben wir nur noch einen Blinker-Kandidaten? Nee, nix da. Gut, dann alles ernten. Bringt halt Money. Always funny. In a rich man's world. Money. Always funny. In a rich man's world. Money. Audio is always funny. Audio is in a rich man's world. Meine Güte, bin ich gut drauf. Das gibt's doch nicht. Das hier wird doch ja nicht. Guck mal, der Ventilator, der pustet mir immer noch in das Gesicht. Audio ist hier noch ganz fleißig. Ist ja jetzt befördert worden, finde ich geil. Wir müssen uns mal angucken, was wir jetzt neues Zeug bekommen haben, oder? Ich glaube schon. Wir gehen immer ganz kurz rüber hier. Schauen uns mal das Haushaltsinventar an. Da hatten wir es schon. Was ist jetzt hier neu dazugekommen? Na, ich wollte ins Haushaltsinventar. Wir haben hier den Polizeistuhl, den Hipster-Hager. Voll das geile Sofa. Kann das was oder ist das Schrott? Das hier, kann das was? Unauffiereckig, aha. Was ist das? Handtuchhalter, moderne Zelle. Ach Gott. Aha, wir haben hier noch jede Menge spiegelharte Zeiten. Mann. Hier, Salbei. Warum auch immer. Der wird erstmal verkauft. Komm, Salbei geht weg. Der einsame Schläfer. Oh ja, die Polizeizelle hier ist ganz fleißig. Was haben wir hier noch? Wieso haben wir einen armen Ritter im Inventar? Stell den da hin, räum den weg. Leute. Also wir hätten hier die komplette Ausrüstung für eine Zelle, aber die ist ja irgendwie blöd, ne? Den Hipster-Hager finde ich jetzt nicht so geil.
Nee, der kann nix. Der kann nix. Lassen wir das. Machen wir weiter hier. Ganz, ganz gut. Ganz, ganz fleißig. Ganz, ganz toll. Kind, schreist du? Nee, Kind ist glücklich. Kind ist glücklich. Das Kind ist glücklich. Es ist ein glückliches, glückliches Kind. Omi, was machst du gerade? Du bastelst unter deiner Rakete rum, ne? Du könntest ja mal wieder ins Weltall fliegen. Wolltest du doch, oder? Ich erinnere mich da ganz grob. Komm, mach mal ein bisschen fixer hier. Reparier das Ding schneller. Wie lange dauert das denn? Level 7 Videospielfähigkeit. Juhu. Bei Audio. Bei Audio, sagte ich. Da ist er doch. So, ich glaube, du bist schon wieder glücklich, ne? Ja. Gut, dann ab unter die Dusche mit dir. Travis, Travis, Travis. Ist voll Travi-mäßig. Hört auf zu programmieren und lässt die Oma ran. Travis, Travis, Travis. Er lässt die Oma ran, er lässt die Roma ran. Tralalalala, tralalalala. Omi ist voll dabei und die find's richtig toll. Tralalalala, räum mir das bitte auf und danach geh ins Bett zu deiner Travis-Maus. Das magst du sehr, ich seh's an deinem Haus. Ich sollte nicht Rapper werden, ich kann so schlecht reimen. Ich bin so ein mieser Reimer. Das geht gar nicht. So wie Conny Reimann. Schrecklich. Hör bloß auf damit, du Sack, du. So, wir haben hier noch einen Schokobrunnen. Wir könnten doch echt mal hier einen Schokoladenbrunnen oder einen Käsebrunnen. Käsebrunnen. Da würde ich dann so Hackbällchen reinhalten und so. Oh, schnabulieren. Aber den ganzen Tag, ey. Den ganzen Tag würde ich hier den Scheiß schnabulieren. Mann, 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 Mann. Schnabuli, oh, ich hab gute Laune heute. Gute Laune, Alte. Ich hab richtig gute Laune, Alte. Ich stehe die ganze Zeit im Keller und guck hier Leute an. Das geht gar nicht. So, Audio, komm. Wer hat hier... Was ist hier los? Was geht hier ab? Oh, hier voll der Tatort. Voll der Tatort, ey. Aber richtig. Wer hat hier denn rumrandaliert? Irgendwie ist es immer Vandalismus, oder? Ich glaube schon. Irgendwie ist das immer Revandalismus. Ist doof. Ist doof, doof, doof. Ganz, ganz doof. Doof, doof, doof. Mega doof. Endless doof. Voll doof. Doof, doof, doof halt. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mir heute irgendwie was genommen oder so. Die ganzen Aufnahmen heute sind so ziemlich crazy, ziemlich bescheuert, ziemlich durch. Aber egal. So, wir weiterentwickeln hier nochmal und wir weiterentwickeln da nicht, weil das dahinter die Blüte ist, die hier den Blinky macht. Ach, Obi schreit hier gerade das Schachbrett an. Mach das, was ich will. Nein, ich will aber nicht das, was du willst. Jetzt mach das, was ich will. Ich will das aber nicht machen. Nee. Nein. Gut, wir verkaufen hier mal sämtliche Eier. Wir brauchen Eier. Ich kann echt wieder den ganzen Scheiß verkaufen. Das ist so barsch. Gewöhnlich. Faul. Gut, noch mehr ein Hecht. Was haben wir dann noch? Spekonium. Oh, Baby. Hier haben wir noch eine Ritze. 3, 4, 5 Mal. Dann haben wir nochmal einen Fisch. Ich hätte gerne so Inventar lernen. Klick. Alles verkaufen. Klick. Das durfte ich jetzt bei Witcher 3 erfahren mit seinem Gronk-Ding, dass man da immer nur sich selber spiele Witcher 3 ja nicht. Ich gucke es mir nur als Let's Play an. Dass man da bei den blöden Händlern immer so ein bisschen verkaufen kann. Das ist so dezent nervig. Also mich würde es tierisch ankotzen. Aber so richtig ankotzen würde mich das. Aber naja, muss man halt durch. Ist halt dem Ding. Ich meine, das ist ja logisch, dass so ein Händler nicht alles kaufen wird, wenn er kein. Oh Gott, ey. Na, auch noch müde hier. Gibt's da nicht. Ist ja an und für sich logisch, oder? Ich finde das schon dezent logisch, dass das so ist. Aber, naja, schön ist was anderes, ne? Schön ist anders. Audio, du bist so ein cooler Audio. Du verkaufst doch deine Blumen nur. Das ist der Audio. Und Fische auf. Fische, 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 Fische. Das Problem ist jetzt bei ihm, ich weiß ja nicht, was braucht er noch alles. Er will ja noch mehr brauen, ne? Heuschrecken, da fehlt irgendwie alles. Komm, Deo, machen wir nochmal eine Deo-Creme. Und machen wir dann nochmal ein Insektenabweisungsmittel. Und dann ist auch schon die Warteschlange voll. Da ist dann schon voll die Warteschlange. Die ist schon voll, voll. Sie dürfte schon durch fertig sein mit Schachspielen. Yo, hör auf mit Schachspielen, hol dir was zu essen. Und da ist die Summer wieder da. Hi Summer, ab ins Bett.
mit Vollsprung ins Bett. Gemeine Interaktion darfst du dann machen, wenn du hier wieder wach bist. Kontakte knüpfen, provozieren. Super Pupa. Was ist jetzt passiert? Oh! Was? Oma? Obi! Was ist passiert, Obi? Obi ist eingeschlafen. Ach du Heiliger. Oh, bist du? Komm, räum mir auf. Bitte. Und dann ab ins Bett mit dir. Das gibt's doch nicht. Danach darfst du duschen, was essen, aber die Toilette verwenden. Hallo? Was ist hier los? Geht's noch? Komm, ab ins Bett mit dir. Und dann ist hier wieder Vollspeed Audio angesagt. Njams. Audio. Was möchte ich? Aber ich hab die Toilette. Ach du Heiliger. Toilette für Audio. Ja. Würde ich ja vorziehen, sobald du hier das verwenden hast, dann darfst du auch was essen, Audio öffnen. Hier nochmal ein Gericht nehmen. Dann darfst du gerne auf die Toilette gehen, wenn du damit durch willst. Aber erst dann, ne? Audio, ist das klar? Haben wir uns verstanden? Ich glaube schon. Er macht sein Kräuterheimmittel-Dingens-Pummelskirchens. Und dann darf er auf die Toilette gehen. Juhu! Travis, wieso stehst du da rum wie ein Schluck Wasser an der Kurve und wie nix, was sonst da öffnen? Hier, schnapp dir das. Komm, verpiesel dich. Verpiesel dich ganz schnell. Aber ganz fix raus da. Ne? Dass hier gleich mal klar ist, wer hier Herr im Haus ist. Der Herr im Haus hier ist der Audio. Ja, und der Travis theoretisch auch. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst was zu essen holen? Sag mal, Junge. Junge, Junge, Junge. Das geht doch nicht. Kannst du doch nicht machen. Ist doch nicht schön. Ist gar nicht schön. Kannst du nicht machen. Kannst du schon machen, aber sollst du nicht machen. Wäre blöd. Wann muss Audio zur Arbeit? In 2 Stunden. Ach, du Heiliger. Heilige Mutter Gottes, Maria und Josef. Du hast hier echt den Garten nicht vernünftig gepflegt. Audio, wenn ich das mal so sagen darf. Ich sehe hier noch Zeug. Aber ich kann auch gerade hier doch keine jäten. Wieso geht das nicht bei Garten? Ach, falscher Typ. Wrong type of guy. Dann hier Garten pflegen. Audio, pflegt den Garten. Garten den Pfleger. Hopgalohop. Audio! Ist das ein Scheiß hier mit Audio? Komm, Audio, tu doch was. Tu es für mich. Beglücke mich, Audio, beglücke mich. Komm schon. Schneller. Die sitzen nebeneinander und reden nicht miteinander. Das ist ja irgendwie blöd. Red doch mal über Kräuterkunde. Wenn du schon da sitzt, kannst du kurz mal mit dem guten Herrn reden, ne? Ne? Sage ich zu oft, ne? Ich weiß es gar nicht. Das ist pretty der Shit. Das ist pretty shay shit. Ach, das wollte er auch. In einer Stunde muss er bei der Arbeit sein. Boing. Travis auch. Boing. So, aber Audio, jetzt vielleicht nochmal kurz. Na komm, wir lassen die Gartenarbeit mal sein. Wir reden noch ein bisschen. Fitnesstechniken können wir mal reden. Können einen großen Fang angeben. Das kommt mit Sicherheit ganz geil an. Wir können nochmal romantisch sein. Das sind wir aber nicht. Wir sind hier eher, wir fragen eher nach dem Tag. Nach Staubsaugern fragen wir immer. Wir sind immer noch nicht romantisch, sondern wir sagen auch mal, hey, wie geht's denn in deiner Karriere? Bist du da voll dabei oder bist du da richtig scheiße? Na, du bist hier damit Level 5, ja, da bist du ihm einfach. Nee, genau so weit. Also, na. Travis hat jetzt erst die Fitnessfähigkeit erworben. Sag mal, Travis, was geht bei dir? Geht bei dir was oder geht da nichts? Bist du drauf oder so? Geht's dir noch ganz gut? Bist du noch ganz bei der Sache? Hey, der Projektmanager hier, der Herr Projektmanager ist gerade befördert worden. Möchte immer noch jede Menge Stunden am PC verbringen, das kriegen wir aber eigentlich hin. Aber erstmal ist natürlich nach Arbeit angesagt, ne? Das dauert nicht mehr lange, dann ist hier Arbeit angesagt. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Ich mag Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Tuesday Hockey ist legitim die Frage. Da kann ich ihn unterstützen. Da bin ich voll dabei. Ja, wir könnten eigentlich später befördert werden. 2 Fälle lösen haben wir doch schon. Was ist das kein glücklicher Zufall war? Ja. 1 Minute bis zur Arbeit. Wir machen natürlich wieder mit. Der Audio ist da, der Audio ist da. So, wir haben hier noch jede Menge Beweismaterial zu analysieren. Da geht noch was hier. Wir haben noch zweimal Beweismaterial. Das spule ich aber mal wieder mal dezent vor, weil das ist so langweilig, langweilig. Die Maschine dreht sich, Audio tippt darauf herum. Die Maschine laser, laser, lasert. Laser, laser, lasert. Laser, laser, lasert. So, das Beweismaterial ist analysiert. Jetzt Hinweise hinzufügen. Okay. Dann fügen wir hier nochmal ein paar Hinweise hinzu zu unserer geilen Karte hier. Ihr seht schon, der grüne Pin und der gelbe Pin, da ist was zu tun.
Simoleon-Generierer. Ah, er hat Simoleons generiert. Tolle App. Ich mag die App. Ja, ich mag den Simoleon-Generierer. Ist meine absolute Lieblings-App. Er ist ein Geek. Ach du heilige Scheiße. Hinweis. Fahndung verfügbar. Okay. Wir haben aber noch einen Hinweis mehr, oder? Ja, wir haben noch einen Hinweis mehr. Wir sollten auch noch mal die Hinweise mit der Polizeidatenbank abgleichen. Ein Geek. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, ob da jemand ein Geek ist. Boah, das ist immer so umständlich, das herauszufinden, finde ich. Ich finde es umständlich, das herauszufinden. Langärmliches Oberteil, das kann man ja auch nicht wechseln, ne? Fahndung verfügbar. Haben wir noch einen Hinweis? Neuen Hinweis ableiten vielleicht? Und dann die Polizeidatenbank hier nochmal durchsuchen. Die Dame hier. Polizeidatenbank. Das Tatortfoto können wir doch nochmal hier ableiten. Das coole Polizeifoto. So, aber ist da noch ein Zusammenhang? Ne, er sieht keinen Zusammenhang, eindeutig nicht. Ich konnte keine Hinweise ableiten, das ist jetzt blöd. Wir verschieben die gute Ute Lamberts hier mal weg da. Komm, verpüsel dich, verpiss dich, verpiss dich. Stell dir auf zu lachen und verpiss dich. Sag mal, ey, Mutti. So, jetzt hör auf so doof zu lachen, du kannst nix. Wir kümmern uns lieber um Audio, der hier mit seinem Oberkriminalbeamtierten ganz fleißig hier die Datenbank durchsucht. Da bin ich ganz stolz auf ihn, dass er das so tut. Das finde ich richtig geil so. So, was sagt er? Oh, er hat einen Hinweis gefunden, anscheinend. Hinweise hinzufügen, das machen wir doch nochmal. Vielleicht finden wir ja noch einen Hinweis mehr. Wer weiß das schon? Ein kleiner so ein kleiner Hinweis ist wie ein neues Leben. So, was sagt der Hinweis? Hat der Hinweis was zu sagen? Da wird eine Linie gezogen. Die Linie ist aber noch nicht Hinweis. Ah! Audio hat herausgestellt, dass die Verdachtsperson alt ist. Ja, alt ist ja so eine geile Angabe, ne? Neuer Hinweis. Fahndung verfügbar. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der Auflösung dieses Falls. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao!